Come on. Okay, das ist ein Sentry Gun. Das ist eigentlich eine Sache für den Chopper. Das ist eine Sache für den Chopper. Okay, Sentry Gun ist deployed. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Ich spiele mal ein bisschen mehr LMG-Musik. Der Chopper ist da! Der Stealth Chopper. Let's get it! So Leute, ich bin es der Markus vom Kanal GameCore. Heute gibt es mal wieder eine Runde COD Mobile Ranked. Wir spielen wieder Hardpoint. Ich spiele heute die Chopper komplett nackt. Wahrscheinlich Arnold Schwarzeneggers Lieblingswaffe. Danke für den Vorschlag, Leon. Schon wieder eine Waffe von Leon. Ich habe die anderen Vorschläge alle gesehen und wahrgenommen. Vielen Dank dafür. Ich habe vor, die alle nach und nach abzuarbeiten. Komm her, komm her. Irgendwo da ist einer im Headlitch. Schreibt mir gerne weitere Waffen in die Kommentare. Wie gesagt, ich möchte alle nach und nach abarbeiten. Ich nehme einfach immer die Waffe, die mir gerade am meisten zusagt. Von der ich halt noch nichts gehört hatte. Weil ich mich noch nicht so gut auskenne mit den Waffen hier. Und für mich ist das auch so ein... Nein! Nicht die Termit. Es ist auch so ein gewisser Lernprozess hier. Die ganzen Waffen kennenzulernen. Okay, erstmal nachladen. Oder auch nicht. Jetzt aber nachladen, bitte. Danke für die Smoke, wer auch immer die geplantet hat. Oder geplaced, whatever. Und kommt gern mal auf unseren Discord drauf. Der Discord ist in der Videobeschreibung verlinkt. Die meisten von euch, die hier zuschauen, wissen es, glaube ich, schon. Sind schon auf dem Discord drauf. Gibt aber bestimmt noch ein paar Leute, die nicht drauf sind. Und für die Leute... Da, komm! Lol. Hat er sich gerade in die Sentry Gun gestellt? Wird er gemacht von der Sentry... Wird er gerade gemacht von der Sentry Gun? Man. Ich lasse es hier irgendwas aufzustellen, wirklich. Ich will aber auf jeden Fall die Chopper haben. Die Chopper will ich noch haben. Also, den Chopper. Den Tarnhelikopter. Denn, ne, das ist offensichtlich Pflicht. Wenn man die Chopper spielt, muss man den Tarnhelikopter holen. Den Chopper. So, stellen wir da mal ein Schild auf. Laden die Chopper nach. Ich weiß nicht, ich wollte sie erstens ohne Aufsätze spielen, weil warum nicht? Das ist bestimmt mal ganz cool. Und zweitens habe ich noch kaum Aufsätze für sie freigeschalten. Da hätte ich dann auch ruhig noch machen können, ey. Aber das ist mir jetzt so riskant, da nochmal zu pieken. Get to the Chopper. So. Was haltet ihr von der Chopper? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da gibt es ja so einen krassen Skin, habe ich gesehen. Oder so einen krassen Bauplan, wo man kein wirkliches Iron Sight mehr hat. Also man kann gar nicht anvisieren. Irgendwie sowas. Anvisieren ist dann einfach nur so ein bisschen das Fadenkreuz verkleinern. Ach komm. Ach Mann, Alter. Wenn die Muni halt leer ist, dann ist es problematisch. Ne? Und vor allem auf so einer Map auf wie Nuketown, wo so viel los ist. Es ist halt ein bisschen störend. So, ich muss jede Gelegenheit nutzen. Oh, dammit, die kommen jetzt von hinten. Ich muss jede Gelegenheit nutzen, nachzuladen. Und das war schlecht von mir, dass ich dann nicht schon anvisiert angekommen bin. Das dauert halt eine Weile, bis die zieht, die Waffe. Es ist schnell genug für die Plebs hier. Ich bin immer noch Profi-Rang, Profi 2, kurz vor 3. Weil ich halt leider kaum bis gar nicht außerhalb der Videos spiele. Deswegen auch, wie gesagt, die Chopper ohne Aufsätze. Aber ist bestimmt auch ganz lustig. Vielleicht spiele ich die Waffen ab sofort nur noch ohne Aufsätze, wenn ihr sie mir vorschlagt. Auch wenn ein Vorschlag kam mit einer Waffe, wo komplett alle Aufsätze vorgeschlagen wurden. Lol, wie schnell ist der gerade rückwärts gelaufen? Kleiner Hacker am Start, I guess. Ah, dammit. Sollte ich da rein? Kommt her, Boys and Girls. Kommt her. Was spielt der da? Ein LMG. Also, ein Minigun meine ich, kein LMG. Ich spiele das LMG, ich spiele die Chopper. Dammit, so kriege ich aber nicht den Chopper. Ich brauche unbedingt den Tarnhelikopter, Alter. Wie viele Punkte sind das denn? Also, die Sentry Gun hatte ich schon, aber den Tarnhelikopter noch nicht. Ich brauche den Chopper. Chopper und Chopper. Das beste Duo. Und meine TP ist relativ low, leider. Nein, du stellst dich geschützt da nicht auf. Bitte nicht. Wollte ich jetzt nicht haben. Irgendwie kann ich nicht mehr gescheit sprinten. 60 Schuss. Eigentlich hätte ich die Zeit nutzen sollen zum Nachladen. Denn hier werde ich die Schuss wieder... Oh lol, habe ich gerade das Auto kaputt gemacht. Das ist, wenn ihr euch mit der Chopper anlegt. Dann mache ich einfach alles um euch kaputt. Und ihr geht dran zugrunde. Okay. Noch haben wir die Zeit für den Tarnhelikopter. Dammit. Jetzt haben die den Hardpoint. Nicht cool.
Jetzt haben wir den Hardpoint. Oh, die kommen von hinten jetzt wahrscheinlich. Weil wir da alle spawnen. Nein! Ich leg mich hin. Da kann mir nichts passieren. Lul, die haben das Nachladen unterbrochen. Warum unterbrichst du das Nachladen? Kannst du nicht blind nachladen? Du musst deine Waffe kennen wie deine eigene Hosentasche. Okay, da kommt einer. Come on. Okay, das ist ein Sentry Gun. Das ist eigentlich eine Sache für den Chopper. Das ist eine Sache für den Chopper. Okay, Sentry Gun ist deployed. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Ich spiele mal ein bisschen mehr LMG-mäßig. Der Chopper ist da. Der Stealth Chopper. Let's get it. Okay, jetzt funktioniert alles. Ich habe es alles geschafft, was ich schaffen wollte diese Runde. Perfekt. Ich habe den Stealth Chopper nicht gesetzt, weil wir schon einen haben. Dammit. Kann ich den überhaupt noch setzen? Egal, ich habe ihn freigeschalten. Das reicht, oder? Ich habe ihn freigeschalten. Ich wusste gar nicht, dass man nur einen in der Luft haben kann, auch wenn es ein gegnerischer ist. Komm. Die Chopper gegen den Chopper. Wer ist besser? Chopper versus Chopper. Brudi. Mach den Rest. Perfekt. Dann kommt jetzt mein Chopper. Nice. Damit wir die Runde safe noch holen. Da unten ist irgendwo ein Hund. Okay, der ist gerade gestorben. Sehr gut. No. Die macht eigentlich ganz gut Damage. Genug Damage. Also sie ist besser, definitiv besser als so eine komische Chicom. Wobei das halt ganz unterschiedliche Waffen sind. Also viel unterschiedlicher geht kaum. Ja, super. Mein Stealth Chopper wurde einfach kaputt gemacht, ohne dass was passiert ist. Egal. Hauptsache mein Chopper in der Hand macht das, was er soll. Die haben einen Goliath. Das ist schlecht. Das ist wirklich eher schlecht. Was haltet ihr eigentlich davon, dass manche Leute auf dem Handy spielen, manche Leute auf dem Tablet und dann auch noch auf einem iPad Pro mit was weiß ich wie viel Hertz, also 120 Hertz. Oh, der Goliath. Der darf mich nicht sehen. Nein! 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 Scheiße! Was war jetzt schlimmer, rechts oder links rumzulaufen? Rechts kam der Goliath und links kam die Feuerarmee, aber gut, das war's auch schon. Oh, der Goliath, geh weg mit dir. Ja, nehmt euch den Punkt, nehmt euch den Punkt, wir gewinnen es trotzdem. Ich mache lieber hier ein paar Gegner weg, anstatt gegen den Goliath zu sterben. Der wurde doch, glaube ich, gebufft, oder? Da ist irgendwo ein Sniper wahrscheinlich oben. Gucken, ob ich mir den noch holen kann, den Sniper-Boy. Komm her. Er ist mit einer Shotgun da drin. Hätte ich mir auch denken können. Ich habe mich schon gewundert, warum er da drin schimmelt, während seine Teammates sterben. Und das war's. Wir haben uns wann... Nee, halt, warte mal. Ich dachte, wir haben den Punkt. Wir haben den Punkt gar nicht. Also, wenn wir das jetzt noch verlieren... Weil wir es vernachlässigen, das wäre sad, wirklich sad. Und zack. Das war's dann mit ihm. Okay. Dammit, da sind noch zwei Leute drin am Schimmeln. Also wenn wir die Runde verlieren, dann nur, weil mein Chopper keinen Kill gemacht hat. Also Teammates. 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 Wieso bin ich jetzt draufgegangen? Wieso bin ich draufgegangen? Wieso, da war so ein komisches Trophy-System, aber wieso bin ich explodiert? Was habe ich verpasst? Okay, wir haben gewonnen. Easy. Easy win, würde ich sagen. Die Chopper hat rasiert. Was haltet ihr von der Chopper? Was haltet ihr davon, dass Leute auf dem iPad spielen, auf dem Tablet spielen und manche auf dem Handy? Ich finde das extrem unfair. Aber naja, so ist es halt. Hier noch ein paar Chopper-Szenen und danke, dass ihr da wart. Kommt auf den Discord, schreibt weitere Waffen in die Kommentare. 5000 Punkte. Können wir mal schauen, was die KD ist. Okay, jetzt sind wir Profi 3. Easy. Ziemlich viele EP geholt. Was sind wir? Wir sind 39 zu 9 gegangen. War doch ganz cool. Präzision ist okay. Kopfschüsse ist eher nicht so gut. Danke fürs Zuschauen. Man sieht sich im nächsten Video. Und bis denn. Ciao.